das ist aber eine super Rampe für Rollstuhlfahrer. Problem gelöst. Gefahr gebannt. Da kann dann Oma den Split Tunnel 180 machen. Die eine Hälfte fährt da lang, die künstliche Hüfte auf der anderen. Das ist toll. Ist das hier Gamescom? Immer right vom Fortnite-Stand. Alles scheiße. I see you is all. I see you is all eyeshadow. ICQ kenne ich. All is eyeshadow. I is all you. Yoda hat gesprochen, meine Damen und Herren. Und damit. Hallo. Ist neu. Neue Begrüßung. Machen wir jetzt immer. Ist cool. Ist nicht cringe. Ich krieg heute ein bisschen Riss Points dazu. Wie viele habe ich? Riss? Ich habe so viel Riss. Das glaubt ihr gar nicht. So, 5 Riss dazu. Wir schauen uns heute Crappy Design an. Wo, negatives Riz existiert, okay? Many drivers, much accidents in grayscale. Oh, das ist großartig. Ich liebe es, wenn Graphen so sind, dass man Farbe sehen müsste. Und dann guckt mein Hund, wie auch sonst, wenn ich Hausaufgabe mache, in mein Mathebuch und verstehe gar nichts. Das ist halt einfach grundsätzlich ein großes Problem, muss ich sagen. Verstehe ich. Ist nicht cool. Farbenblindheit ist real. So sieht Paul dieses Video. Krass, oder? Wenn du vergessen hast, das zu graden, lieber Katha, liebe Katharin, dann sieht sie die ganze Zeit so aus wie der Graf hier. Hä? KitchenAid Cheese Slicer. Strong Stainless Steel Wire Slices Hard and Semi-Soft Cheese. Den habe ich da auch vorne in der Eiche. Dishwasher Safe. Ist das nicht ein Sparschäler? So ein deutsches Wort. Sparschäler! Hol mal den Sparschäler schön raus. Wir schälen heute die Kartoffeln. Sehr schön. Safe in eine Tauf. What? Ene, mene, mu? Was steht da? Five. One. Nein, Tau. Ja, ich sehe hier nämlich auch Scythe in the Scythe now. Tau. Das ist ein guter Spruch auch auf dem Auto. Kann man haben. Ich dachte, ja, das wäre eine Gang, Alter. Das wäre einer von den Hells Angels. Der fährt da mit seinem komischen Truck. Da hat so ein Motorrad da hinten drauf. Aber nein, das ist ein Abschleppwagen. 5-9. 5-1-9 Tau. Ich kann es nicht mal sagen, wenn ich es richtig lesen kann. Ist es egal. Ich kann nicht sprechen. The Sweet and Sour Sauce as featured in the Marvel Studios Loki. Und das haben die gedruckt auf die Inhaltsangabe. Ist geil, Alter, muss ich sagen. Loki. Unterschiedliche Realities, Universen, Zeitstränge. Das ist der Zeitstrang, an dem McDonald's vergessen hat, wie man so eine kleine Soßenpackung bedruckt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es ist Gran Turismo. Das ist ein Review dazu. Auf dem Plakat, was 3 Meter hoch ist. Alter, da braucht man wirklich ein TLDR. Too long didn't read. Ich brauchte so einen 10 von 10. IGN. Das ist mein Riss. Habe ich schon Riss bekommen? Ich habe heute überlegt, ob ich vor der Gamescom noch zum Friseur gehen soll. Aber geht noch, oder? Ach du Scheiße. Never mind. Wir müssen es nicht beantworten. Oh, guck mal, ein Charger mit Quick Charge Output. Es ist auch egal, wie viel. Glaubt uns einfach, es ist schnell. Wie viel Sauerstoff kommt hier aus der Flasche? Viel Sauerstoff. Na, ganz schön sauer. Warum eigentlich Sauerstoff und nicht Wütenstoff? Pff, alle Punkte wieder verloren. Race gleich null. Was soll ich sagen? Defibrillateur in Comic Sans. Damit man nochmal, erstmal kann man die Schrift hervorragend gut lesen. Und zweitens, wenn jemand stirbt und der muss defibrilliert werden, dann denkt man sich, lol, da ist ja Comic Sans. Ist ja funny. Riss Points werden gesammelt, während man es macht. Versteht ihr das? Du und ich. Wir machen gerade Kino. Das hier ist ein Film. Muss mal überlegen, Alter. Thomas Edison, der Erfinder des Kinos. Der hat nicht damit gerechnet, dass irgendwann mal kleine Menschen im Internet was erzählen und sich andere kleine Menschen das auf ihrem kleinen Menschenbett angucken. Auf einem Handy. Muss mal überlegen, wo wir ohne Steve Jobs den Erfinder des Internets wären. So. Don't worry, you'll about it be okay. Ich habe gerade einen kleinen Anfall erhalten. Geht's mir gut? Nö, aber wir machen weiter. Look twice, motorcycles be aware are everywhere. Das ist auch ein Gedicht der Gebrüder Schlimm. Look twice and be aware. The motorcycles are everywhere. We the people! MAGA! Ich weiß nicht, ist das so ein... Ich weiß nicht, was das für ein Verein ist, aber man muss wirklich aufpassen als Autofahrer. Gerade als Autofahrer, Motorräder sind überall, die sieht man gerne mal. Wenn wirklich das Schlimmste, was du machen kannst, ist Fahrrad in Berlin fahren, das zweitschlimmste ist Rollerfahren in Berlin. Gearshifter in der Car was in... Das ist hier der... Das ist die Gangschaltung? Also das ist ja clearly eine Automatik, so du musst nur auf Fahren drücken. Und dann fährt er alleine. So, du musst nicht mehr viel machen in dem Auto. Klug muss man nicht für sein. Man muss nur aufpassen, dass da nicht Motorcycles everywhere sind. Fire Extinguisher! Ey, das ist ein Feuerlöscher. Und vorne kommt Feuer raus. Feuer mit Feuer bekämpfen, sagt man ja auch so gerne. Aber es wäre auch ein geiler Move so. Bei uns hat letztens ein Tisch gebrannt. Fragt nicht warum, abonniert Feierabend, da werdet ihr rausfinden. Niemand hat den Feuerlöscher benutzt, wir hatten ihn am Start. Ich habe einfach gebrannt, der Tisch hat gebrannt. Nico hat da noch Alkohol drauf gekippt, das war fantastisch. Macht das nicht? Aber ich glaube, der Feuerlöscher, da hätten wir uns einen Step gespart. Frankfurt am Main, Universität. Die kann man nicht bewegen. Die sind fest installiert am Boden. Guck mal, wie weit man da weg sitzt. Das ist die natürliche Gamerhaltung.
Dann kann man da mal so ein bisschen Physik studieren. Ein bisschen Germanistik. Gern. Mach ich's aber nicht. Home Alone. Help us settle. Pet Remedy. Natural De-Stress and Calming Spray. Ich hab ne Frage. Wer hat denn so ein Fenster? Wer hat denn einen Hasen, eine Katze und einen Hund und die sitzen alle traurig vorm Fenster? Meine Katze denkt sich, ja, Malte ist nicht da, Alter. YOLO. Endlich ist der Sklave weg. Und dann soll man, statt einfach zu Hause zu sein, die vollsprühen? Hier rauf, Stress zu haben. Was ist da drin? CBD oder was? Können Hunde kiffen, ist die Frage. Wann Bubatz, Scholz? Das ist eine gute Bank, gutes Design für Menschen. Ich meine, du musst es ja nicht mal absichtlich machen. Was, wenn dir da was reinfällt? Ein Zementhaufen zum Beispiel. So, das ist immer, was man halt in der Hosentasche dabei hat. Gerauchte Zigaretten, die einem versehentlich aus der Hand fallen in so eine Rille und man sie nicht rausholt, weil man ein Müll ist. Müssen wir piepen, ne? Dass sowas passiert. Aber ich muss auch sagen, mit sowas kann man ja rechnen. Wenn ich eine Bank designe, würde ich sagen, okay, da sind keine Löcher drin. Man soll ja auch drauf sitzen. Und manchmal gucke ich mir die Memes hier so an und denke mir, habe ich alles schon gesehen. Ich will irgendwas anderes. Irgendwas Neues sehen. Und das geht wirklich super user-friendly mit CyberGhost VPN. Mehr als 38 Millionen Nutzer und die ganzen Trustpilot-Empfehlungen sind überzeugt und ich bin's auch. CyberGhost verschlüsselt nämlich deine Daten und verbirgt deine IP-Adresse alles im sicheren VPN-Tunnel. Und Geoblocking ist für mich ein Fremdwort. Selbst wenn ich sonst wo im Urlaub bin, kann ich jederzeit auf das heimische Programm zugreifen. Das VPN entsperrt nämlich über 35 Anbieter wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus. Und du hast dabei die Auswahl aus über 8500 Servern in 91 Ländern. Surf uneingeschränkt und ohne Sorgen im Internet. Niemand, nicht mal CyberGhost VPN, weiß, was du online machst. Und mit einem einzigen Abo kannst du bis zu 7 Endgeräte schützen, darunter auch deine liebste Konsole, den TV oder dein Smartphone. Für alles gibt's die passende App. Und apropos Abo... Wenn du jetzt auf meinen Link klickst, bekommst du 83% Rabatt und zahlst im Monat gerade mal etwas mehr als 2 Euro. Außerdem gibt's 4 Gratis-Monate on top. Und Kundenservice wird bei CyberGhost VPN großgeschrieben, deshalb gibt's eine 45-Tage Geld-Zurück-Garantie und rund um die Uhr Support vom deutschen Team. Also, gönn dir! To dedicated the one I love. Wer würde auf die Idee kommen, so einen Banner in der Mitte anzufangen zu lesen? Dedicated to the one I love. Ein Totenkopf? Ich liebe dich, Janine. Tot. The mattress is edited on the photo and why are they on the floor outside with the mattress next to them? Denn eine Werbung für eine Matratze, eine aufblasbare, und die liegen nicht drauf. Die Perspektive stimmt nicht. Warum liegen die auf dem Gras? Ich meine, ja, es heißt, geh nach draußen, fass Gras an, aber doch nicht, wenn du eine Matratze dafür hast. Ja, die machen da einfach Outdoor-Camping. Was ist das hier? Staffel 4? Seven in the Wilds, Alter. Was haben die für einen Gegenstand dabei in die Flasche bekommen? Ein aufblasbares Ding. Haben sie wahrscheinlich vorher nicht mal die Luft rausgelassen. Ich bin stinksauer. Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun? Mein Vater erklärt mir, warte mal, dass Neptun und Uranus unsere neuen Planeten. Es stimmt. Das ist falsch. Dein Anus gehört da gar nicht hin. Das passiert, dass man Uranus mit was anderem vertauscht. Versteht ihr, was ich meine? Es geht um akzidentalen Analverkehr. Das ist ein dummer Witz. Was ist ein dummer Scheiß, Alter? Wir machen aber weiter. Ach, guck mal, in Wien, am Hauptbahnhof, ist die Uhr. Auf dem Glas eine Uhr, die kannst du von draußen lesen, wenn du drinnen stehst im Arsch. Gut, aber niemand beschwert sich darüber, dass hier dann auch nicht Hauptbahnhof steht, sondern Neptun. Das ist schon mächtig dämlich, oder? Gott lobe Digitaluhren, muss ich wirklich sagen, Alter. Als Kind noch Uhren lesen lernen musste, ist irgendwie auch komplex. Dann wiederum, jetzt habe ich eine Uhr, das ist digital, da habe ich analog, da habe ich es nochmal irgendwie in so einem Pie-Chart. Ich kann alles davon lesen, weil ich einfach genial bin. Genius, wie viele Wristpoints? Da! Das war wirklich lustig, ist auch schon eine Weile alt, aber ich habe ja auch eine Weile nicht aufgenommen. X. Twitter X, das ist krass, oder? Du kriegst da einfach so einen Strobe-Light. Da oben kriegt schon dann jemand irgendwie so einen Anschlag vor allem, einen Anfall, einen epileptischen. Ich find's geil, bin ich ganz ehrlich. Also auch dieses, dass es flasht und nicht nur die ganze Zeit durchgehend leuchtet, dass der hier irgendwie, der hat auch einen Elon Musk, hat die Stromrechnung nicht bezahlt, deswegen flackert das. Ich kenn das, ist in Berlin auch so, die Leitungen sind schlecht. Wherever you are, you are never far from the Caltech Star. Da ist ein Mann, der ist schneller als das Motorrad. Und es ist Werbung für Motoröl. Ich check's nicht. Und warum ist der Mann so schlecht ausgeschnitten? Warum ist alles so mit Aquarell gemalt? Oh, guck mal, das ist so eine kleine Falle. Da unten ist so ein lustiger, so ein Absatz. Damit man direkt den Balkon-View genießen kann. Im Fall. Pedicure-Box looks like hair. Würdet ihr da eure Füße reinstecken? Beim Pediologen? Das ist stark. Das ist mega eklig. Ganz ehrlich, Janine hat jetzt lange Haare, so sieht meine Dusche auch aus. Ich komme damit klar. Das stimmt nicht.
war eine Übertreibung, eine Überspitzung der realen Fakten, um eine humoristische Reaktion der Zuschauer hervorzurufen. Tut mir leid, ist nicht wahr. Das verstehe ich nicht. Warum baut man das? Und vor allem, welchen Cupholder? Wer ist jetzt gearscht? Ich würde sagen, ist es immer rechts von einem, ist der Cupholder. Der da hinten ist im Arsch, der kann das nicht. Der muss sich einen teilen. Oder im Schoß dann seine Cola haben. Mega. Janine hat mir mal im Kino Cola auf den Arsch gekippt. Sah ein bisschen aus, als hätte ich mich angeschissen. Naja, ich musste ja auch nur auf Toilette gehen. Durch den ganzen Saal dann. Bei Licht. Not only the shower and bathroom are together, it wasn't built for claustrophobic. Erstmal cool, dass man da hochgehen muss, oder? Da fühlt man sich richtig erhaben, wenn man auf seinem Porzellan thront und sich denkt, jetzt aber mal einen Rehkitz aus dem Rücken drücken. Aber wie kommt man da hin? Du musst erstmal, wenn du geduscht hast, da lang sliden, I guess. So, und da hast du hoffentlich noch so einen Board, so einen, wie heißen die Boards, mit dem man über so ein flaches Wasser, nicht Surfboard, meine ich nicht. Skim, weiß ich nicht. Brett. Das ist ein Brett. Und dann fliegst du da drüber und dann haust du die einfach aufs Maul. Dann machst du den Lebowski mit dir selbst. Where's the money? Keine Ahnung, hab ich mir ein Handy gekauft oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht der Rest auch noch fehlt. Eben, hier, das ist ja ganz klar Europa. Someone found a way to make press a button get to a floor complicated. If you are lighting at levels 1, 2, 3 or 4, you will need to select both buttons for that floor and ensure the red light is highlighted. Was? 1 und 1? Man muss die Pommesgabel machen. Yeah! Riz! Das ist der Riz-Fahrstuhl. Alter, wir fahren da oben. Wir haben mehr Punkte. Guckt euch das an. Punkte für alle. Für dich gibt's auch einen. Kannst du mir mal später danken. Oh, das ist richtig widerlich. Da darfst du keinen Schimmel kriegen. Schimmel studiert in Frankfurt am Main. Shopping Center has ceilings above entire walkway except for where the benches are. Warum? Guck mal, damit man auf der Bank sitzen kann, nach oben guckt und dann kann man die Sonne sehen. Oder den Regen oder den fucking Schnee, Hagel. Nice. Phone stand is too weak to hold phone. Will jetzt nicht sagen, aber du hast da auch zwei Schrauben, die könntest du mal festmachen. Die könntest du ja mal festdrehen! My wife didn't cook. She didn't cook? Das ist ganz schlimm, oder? 1935 will seine den Kaffee wieder. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Schade, dass sie in der 89 sind, nicht in der 69. Dann hätten die wenigstens noch einen dazu bekommen. Aber gibt's nicht. Digga, was spielt ihr für einen Schach? Was ist denn? Da ist ja nichts richtig! Wie willst du mit dem... Das ist dein erster Move! Ich flieg! Wo stehen denn die Bauern? Nee, die stehen richtig. Wo stehen... Hä? Digga, habt ihr noch nie ein Schachbrett gesehen? Nee, die Türme. Die Türme stehen nebeneinander, zwei von rechts. Das ist stark. Das macht mich irgendwie glücklich. Gut zu wissen, dass es auch Leute gibt, die noch schlechter Schach spielen als ich. Wow! Ey, ich brauche das für meine Kamera. Kennt ihr Screen Protector? Mein Handy ohne Screen Protector funktioniert nicht. Ganz ehrlich, ich lasse es zu oft fallen. Ich bin dumm. Aber das ist doch krass. Chef, ihr könnt sogar Kugeln damit aufhalten. Da geht ihr da einfach rum und sagt... Entschuldigung, ich bin Arzt. Ich muss vorbei. Bam, 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 bam. Niemand kann mir was. Niemand. Weil ich so viele Punkte habe. Danke an CyberGhost VPN für Sponsor dieses Videos. Links und Infos zum VPN und zum Angebot gibt es unten in der Videobeschreibung oder über diesen QR-Code. Wie viele Likes habe ich? Auch eine Menge.